people think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse, the darkness or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul, even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, I feel that there is slack. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust you. As deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Hellblade Senua's Sacrifice. Beim letzten Mal haben wir uns mit Garm angelegt, dem Hüter hier von Helheim, und der hat mich ganz schön fertig gemacht, das habt ihr ja mitgekriegt, und unsere Finsternis an unserem Arm ist dadurch scheinbar auch ein bisschen gestiegen. Aber wir haben uns Dillian zurückgeholt und machen uns jetzt auf, tiefer in den Berg von Helheim, um endlich Hella entgegenzutreten und Dillians Seele zu retten. Auch wenn es bedeutet, dass wir unsere eigene opfern müssen. Zumindest glaubt Senua, dass es dazu kommen wird. Da ist eine Leiter. Da muss ich offensichtlich hin. Alter, was ist denn das? Unsere Mutter scheint uns zuzurufen, dass wir zurückgehen sollen. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillian. Ach, da müssen I will fulfill my vow, whatever the cost. Müssen scheinbar die Brücke wieder reparieren und offensichtlich war das dann wahrscheinlich nicht unsere Mutter, sondern wieder ein Trick der Finsternis, wie schon beim letzten Mal, als Garm uns reingelegt hat. Ja, die Brücke ist zerstört, die müssen wir wohl erst reparieren. So, ich guck bloß mal ganz kurz. Wir haben jetzt zwei Wege. Kann erstmal hier hochgehen. Ich versuch's doch. Ach, guck mal, da ist wieder eine weitere Geschichte. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred.
times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ja, ja, Ragnarok, davon haben wir ja ganz am Anfang schon mal ein bisschen was gehört. Wenn Sword auch nach in die Welt der Götter eindringt. Mir ist der Name der Welt der Götter jetzt gerade leider entfallen. Hatte ja auch irgendeinen Heimnamen. Falls ihr wisst, was ich meine. Jetzt haben wir alle so eine Heimnamen. Jotunheim ist ja die Welt der Eisriesen. Niflheim gibt's noch, aber das ist auch was anderes. Helheim, da sind wir ja gerade. Ich bin gerade am überlegen. Bin mir gerade nicht sicher, wie die Welt hieß. Der Götter. Vielleicht komme ich ja nochmal drauf. Vielleicht wird es auch gleich nochmal erwähnt. Muss ich von hier gucken? Nee, das scheint nicht zu helfen. Ah doch, dann kann ich den ersten Teil schon mal reparieren. Ah, ich muss an mehreren Stellen scheinbar was reparieren. Okay. Dann machen wir es mal. Ach nee, stimmt, die Welt der Götter hieß, hatte gar nichts mit Heim am Ende, die hieß Asgard, genau. So, ach komm schon. Ich bin doch schon fast bei Hela. Ihr könnt mich jetzt echt nicht mehr aufhalten. Und zack. Natürlich kommt da noch einer. Damit habe ich schon gerechnet. Hätte mich gewundert, wenn hier keiner mehr gekommen wäre. Ey. Ganz ruhig, mein Freund. Nimm das. Oh. Hinter mir? Ich sehe hinter mir gerade nichts. Ach, das ist so einer wieder. Nochmal hinter mir. Oh, wie viele sind denn das? Zack. Hinter mir. Oh. Zack, jawoll. Erstmal die Kleinen vielleicht erledigen. Die halten ja nicht so viel. Mist, ich dachte, ich krieg ihn erledigt. Ganz ruhig. Jawoll. Oh, komm. Leute, dann fokussiere ich halt. Zack und zack. Oh, der kann sich noch bewegen. Die können sich ja alle noch bewegen. Das gefällt mir aber gar nicht. Jawohl. Und tschüss. Der wäre erledigt. Und jetzt bist du erledigt. Jawohl. Jetzt haben wir es doch. Oh, verdammt. Jetzt habe ich tatsächlich mal den Block vergalkt. Haben wir es? Oh Gott. Ah, da muss man dann doch ab und an mal den Fokus nutzen. Huch, war ja schon immer eine Tür. Hä? Was war das denn jetzt für eine Illusion? Warum war da auf einmal eine Tür? Hä? Das war jetzt ein bisschen komisch. Okay, weiter geht's. Ich vermute mal fast, dass die Tür vielleicht da ist, damit man nicht rauskommt, während man kämpft. Dass das quasi eine Illusion sein soll, hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können, mit Dunkelheit oder sowas, als mit einer Tür, aber gut. So, wir haben einen Teil der Brücke wieder hergestellt. Fehlt ja nur noch zwei weitere, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Zwei weitere noch. Ihre eigene Seele, das hat sie vor. Sie will ihre eigene Seele an Hela geben, damit sie Dillion oder damit Dillion leben kann. Da unten kamen wir rein. Und einmal hier rüber. Das geht ja diesmal recht gut. Das geht sonst nicht so gut. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Brücke reparieren. Hier können wir auf jeden Fall lang. Ja, das wissen wir. Ja, aber erst muss man die Brücke noch reparieren, Senua. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown.
to lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Na, dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Ich muss ja mal sagen, wie der das vorliest, ist ja echt... Der geht echt gut darin auf, habe ich das Gefühl. Wie er diese Geschichten erzählt, kein Wunder, dass Senua sich auch noch Jahre danach an die erinnert. So, schauen wir mal, muss ich da auch was reparieren? Ah ne, ich glaube, das ist zum Reparieren der Brücke, ne? Hier geht es auf jeden Fall erstmal noch weiter hoch, aber ich kann, glaube ich, hier erstmal einen Teil der Brücke wieder reparieren, ne? Ne, kann ich nicht. Wahrscheinlich muss ich da noch weiter hoch für. Vermute ich jetzt mal ganz stark. Von hier vielleicht? Ah, guck mal, da kann ich den Teil der Brücke schon mal reparieren. Das hat schon mal gut geklappt. Und jetzt muss ich bloß noch einen Ort finden, wo ich den anderen Teil reparieren kann. Da muss ich, glaube ich, noch weiter hoch, oder? Wenn ich das richtig sehe, Frage ist, wie komme ich noch weiter hoch? Nein, ich muss... Ja, nee, ich muss weiter hoch, glaube ich. Aber gab es hier noch irgendwo einen Gang? Ich meine, die Tür da hinten ging nicht auf. Hier gibt es ansonsten keinen Gang mehr. Geht sie jetzt vielleicht auf? Da ist irgendwas. Habe ich hier vorne vielleicht? Nee, nee, ich muss ja da drüben, da rechts. Also ich muss ja rechts von der Brücke irgendwie hin. Oder kann ich das doch von da machen? Das sieht aber so aus, als ginge das gar nicht. Das sieht so aus, als müsste ich irgendwie ganz weit oben sein dafür. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach nur falsch. Gucken wir mal, der zerstörte Teil ist da hinten irgendwo. Nee, das funktioniert von hier nicht. Übersehe ich einfach wieder eine Leiter oder sowas? Das wäre natürlich ein bisschen traurig, wenn ich einfach sowas wie eine Leiter übersehe. Ich meine, da vorne steht auch extra eine Fackel. Das sind alles auch nur Felsen. Ich habe das Gefühl, ich übersehe was. Ich glaube, ich schneide gleich mal, um zu gucken, wo das ist, was ich übersehe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Ich muss bloß erst auf die Brücke gehen, dann kann ich nämlich diesen Teil hier sehen. Und dann kann ich jetzt wahrscheinlich zu dem Ort, wo ich dann die Brücke sehen kann. Ah, alles klar. Ich bin einfach mal auf die Brücke jetzt gegangen, weil das der einzige Weg war, der noch übrig war, der noch nicht funktioniert hatte. Und das scheint zu klappen. Bin ich denn jetzt in welchem Verlies hier? Also auf jeden Fall nochmal ein Runenstein. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open.
Ja gut, Ragnarok ist das Ende der Götter. Ich meine, wir wollen das Ende einer Göttin zumindest herbeiführen, das von Hela. Das würde mir ja auch schon reichen. Da komme ich auch nicht durch, okay. Ah, da ist ein Loch. Da kann ich zum Glück durchkriechen. Mal gucken wir mal, da sollten wir dann jetzt hoffentlich zu dem Gebilde kommen, das uns hilft, die Brücke zu reparieren. Das sollte ja auch der letzte Ort sein. Bin ich jetzt hinter der Tür? Ja, aber sowas von... Gut, die kann ich ja auch auf dem Rückweg aufmachen. Erledigen wir erstmal die Brücke. Meine Feuer bringt es mir ja eh nichts. Dafür müssen wir offensichtlich ganz weit nach oben. Sehr weit nach oben. Da ist wieder eine Tür. Geht es noch weiter nach oben? Tatsache. Es geht sogar noch weiter nach oben. Ah, und da haben wir den letzten Runenstein. Hä? Da sagt er ja gar nichts zu. Der passt doch irgendwie gar nicht ins Bild. Der ist irgendwie anders. Der Runenstein, kann das sein? Der passt gar nicht ins Bild. Also, jetzt hätte eigentlich diese R-Rune kommen müssen. Ich weiß nicht, wie die genau ausgesprochen wird, was die sagt. Vielleicht muss ich nochmal hin, wenn ich die Brücke repariert habe. Weil ich habe mir schon fast gedacht, dass hier jetzt was kommt. Ach, ein Riese ist das. Ja, den sollte ich vielleicht nicht blocken. Zack, zack. Guckt mal, wie die Wunden schon aufspringen. Zwei Riesen. Ach so, der andere ist schon tot. Okay. Dann füge ich dir jetzt halt Wunden zu. Ansonsten hätte ich jetzt auch den Fokus genutzt, muss ich sagen. Weil zwei Riesen wären ein bisschen übertrieben gewesen. Zwei Riesen wäre echt ein bisschen übertrieben gewesen. So, zack. Zack und zack. Ist der Riese noch am Leben? Ich glaube nicht. Ich brauche mich nicht zu fokussieren. Ich krieg die auch so erledigt. So, wer ist denn da? Ah, okay. Da ist einer im Schatten wieder. Hä, was habe ich mit deinem Schild gemacht? Das sah gerade komisch aus. Aufpassen, da kommt bestimmt gleich einer. Ja, wollte ich schon sagen. Als ob ich hier nur gegen einen kämpfen müsste. Das wäre ja viel zu einfach. Zack. Nein, ich brauche nicht fokussieren. Den brauche ich für später, wenn es wichtig wird. Machen wir erstmal ihn fertig. Das waren sie. Sehr schön. Da war gerade auch ein Gitter, habe ich gesehen. So, ah ja, guck mal. Damit wäre die Brücke repariert. Jetzt gucke ich ganz ehrlich nochmal nach oben. Und schau mal, ob jetzt der Runenstein vielleicht aktivierbar ist. Weil gerade hat er irgendwie überhaupt nicht ins Bild gepasst. Der müsste mir doch das Ende von Ragnarok erzählen, oder? Der passt irgendwie nicht. Da sollte ein anderer sein. Und der erzählt auch irgendwie nichts. Ich habe fast das Gefühl, dass das ein Bug ist. Schade. Dann kriegen wir das Ende von Ragnarok leider nicht erzählt, wie es aussieht. Ich weiß nicht warum, das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Eigentlich sollten wir da, glaube ich, das Ende der Ragnarok-Geschichte erzählt bekommen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das vielleicht hier jetzt einspiele, wenn ich das irgendwie zum Beispiel mal auf YouTube finde oder so. Ist ein bisschen schade jetzt, muss ich sagen. Weil es war ja auch eigentlich ein Stein, den ich schon mal gefunden hatte. Also es war ja jetzt kein neuer Stein, deswegen hatte mich sowieso gewundert, dass der noch so rot geleuchtet hat. Aber gut. Kann man jetzt scheinbar nicht ändern. Wie gesagt, ich guck mal, dann werde ich das jetzt einspielen, die letzte Geschichte von Ragnarok, ansonsten. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky.
The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. Muss es leider ohne gehen. Ich habe keine Ahnung, warum das so komisch ist. Ich meine, der hier ist ganz normal. Genau, das war der vorletzte Stein. Der hat auch die vorletzte Rune, aber der da oben ist aus irgendeinem Grund nicht richtig gewesen. Ich weiß nicht warum. Naja, egal. Gehen wir einfach mal über die Brücke jetzt. Und stellen uns endlich Hela. So, da drüben ist das Tor, das zu Hela führt. Und jetzt habe ich auch endlich ein Schwert, mit dem ich kämpfen kann. Ach, na klar. Habe ich echt erwartet, dass ich hier einfach so rüberkomme. So einfach wird es natürlich nie werden. Erstmal den Leichten da fertig machen vielleicht. Zack. Das war ungut. Und der ist noch nicht mal tot, der Typ. Au, das tat weh. Shit, 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 shit. Hoch, 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 hoch. Ich sehe nichts mehr. Oh, wie viele sind denn das auf einmal? Und zack. Guter Treffer. Das sind auf einmal viele, ey. Jetzt habe ich wieder den Rhythmus. Okay, der Schildträger ist ein bisschen nervig, aber den kriege ich eventuell hin. Ich würde erstmal den da, der schon super verwundet ist. Aber, Mist, ich muss ihm doch erst das Schild aus der Hand schlagen. Sehr gut, der ist erledigt. Sehr gut. Zack. Oh nee, das ist ein Riese. Das ist ein verdammter Riese. Die Kleine erledigen, bevor der Riese ankommt. Jawohl. Jetzt den da drüben vielleicht mal ganz kurz. Au, da bin ich voll falsch ausgewichen. Fokussieren wir halt. Da kann ich erstmal ihn da fertig machen. Und jetzt auf ihn einhauen. Dafür ist der Fokus. Ist er schon down? Sehe ich ja noch nicht so. Oh, da kommt noch ein zweiter Riese. Okay, der erste ist tot. So, den muss ich jetzt schnell fertig machen, bevor die Kleinen da kommen. Dann habe ich eine Chance. Zack, zack, zack. Er ist weg. Okay, dann kann ich mich jetzt um die Kleinen kümmern. Daneben, Freundchen. Oh, hinter mir. Zwei hinter mir. Das ist ja nicht fair. Das ist ja dann deutlich schwieriger auf einmal. Sehr gut, den habe ich gut erwischt. Der dahinter stört mich gerade ein bisschen. Und zack. Der ist erledigt. Oh. Alter, wie viele sind denn das jetzt? Ich werde hier wieder zurückgetrieben wie sonst was, ey. Nein, Fokus ist nicht der einzige Weg. Es gibt auch noch einen anderen. Mist, erwischt worden. Das war knapp. Oh shit. Geht mir aus dem Licht. Ich muss erstmal weg hier. Shit, noch eins. Ich muss erstmal ihn fertig machen hier. Das wäre echt gut, wenn ich ihn mal fertig gemacht kriegen würde. Und zack. Nee. Wichser, stirb doch. Komm schon. Jawohl. Und jetzt mache ich ihn fertig. Jawohl. Es werden weniger. Und jetzt habe ich ihn auch erwischt. Sehr gut. Es werden weniger. Glaube ich. Hoffe ich. Auf jeden Fall ist der Fokus wieder dabei. Daneben, mein Freund.
und zurückgeschlagen. Shit, ich weiche dann zu spät aus. Ich denke mal, ich habe genug Zeit, aber irgendwie habe ich nicht genug Zeit. Da sollte ich echt aufpassen. Das war knapp. Jawohl, ja. Der ist tot. Da ist schon wieder so ein anderer Typ dahinter, der gefällt mir nicht. Zack. Jetzt auf ihn hier rechts. Wieder erledigt. Jawohl. Ah, die sind alle noch nicht tot. Sehr gut. Der ist tot. Der ist tot. Ja, der Weg zu Hella. Ich weiß, ich versuche ihn gerade aufzumachen. Wie er vielleicht merkt. So, der ist tot. Jawohl, ja. Jetzt haben wir es aber langsam. Ihm nochmal ordentlich eine Wunde zugefügt. Jetzt haben wir es doch. Jetzt habe ich nur noch du. Jetzt bist nur noch du da. Was ist schon wieder hinter mir? Wollte mich verarschen. Okay, ganz ruhig. Wieder geblockt. Sag mal, wie viele kommen denn hier noch? Wie viele Leute hast du denn noch, Hella? Ich habe doch hier schon so viele getötet. Jawohl. Oh, zack. Das war dumm. Na gut. Es ist auch dumm, zu fokussieren und dann nicht anzugreifen. Das ist der ganze Sinn des Fokus. Aber man muss trotzdem aufpassen, wie man sieht. Oh shit. Der da hat sich so komisch neblig gemacht. Der ist weg. Jetzt hau ich ihn weg. Da kommt ja schon wieder einer. Zack. Das war er. Jawohl. Wieder einer tot. Den habe ich auf jeden Fall gekontert. Okay, der Gefährliche ist besiegt. Jetzt bist du besiegt. Und jetzt wirst du besiegt. Meine Fresse. Ich glaube, wir haben es. Oh, das war jetzt zum Glück überhaupt nicht übertrieben, was da alles ankam, ey. Aber wir haben es geschafft. Oh, meine Güte. Die Riesen waren noch lustigerweise irgendwie die einfachsten Gegner. Aber wenn dann halt fünf andere auf dich zukommen. Tja, aber jetzt hast du alle deine Gegner auf mich geschmissen, Hella. Dann komme ich jetzt zu dir. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Gucken wir mal, was ist das da vorne denn? Ja, ihr stirbt auch. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Stand back. Wie die Stimmen jetzt sagen, sie wollen nicht sterben. Wir gehen natürlich aber trotzdem weiter. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das ziehen wir jetzt durch. Was ist denn das da für ein Spiegel überhaupt? Oh, ist das ein Spiegel? I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. Was ist denn das hier für ein Teil? Ach, ich muss da durch, oder? There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me. Not them. They were afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. Haben wir jetzt die Stimmen hinter uns gelassen? Auf jeden Fall schreit sie da hinten noch. It's not like the old stories, is it? The
noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat. Cannot escape. This is her hell. Na, dann gehen wir hinein. Closest to us.